Glück auf und herzlich willkommen, Genossinnen und Genossen. Wir schreiben das Jahr 1988 und wir stehen hier wieder auf der LPG Schwarzen Pumpe. Mit dabei sind die Kollegen Genosse Mike Hallihallo, Hallöchen. und natürlich der Genosse Tobi. Hallihallo. Jo. Also, Jungs, ich habe Neuigkeiten. Ich war vorhin beim Chef. Und ja, hat er gemeint, er hätte eine Aufgabe für uns. Die Brauerei soll in Gang genommen werden und unser Hopfenfeld sollen wir heute abernten. Und da hat es bei mir natürlich in den Ohren geklingelt, wenn es um Bier geht, na, da bin ich natürlich dabei. Ja, und da wäre jetzt der Plan: Drescher schnappen, ZD mit Anhänger schnappen zum Abfahren und Feld 2 den Hopfen runter und dann die Brauerei anschmeißen. Was sagt denn ihr dazu? Irgendwie habe Ich ich gehe jetzt West. Durst. Ich gehe jetzt Lesser Brauerei. Boah, schön. Okay, machen wir los. Okay, das klingt doch Nee. nach einem Plan. Jo. Vorbereitet haben wir ja schon hier. Drescher stehen schon parat. ZD steht parat. Ich hoffe auch aufgetankt. Ich habe noch nicht mal geguckt. Doch. Passt. Bisschen. Reicht noch. Oh nee, ich muss tanken. Das war klar. Ich bin fast leer. Komisch, dass du gleich neben der Tankstelle stehst, hä? Hast du Ja, gewusst, oder? aber ich gehe an den Anhänger dran. Okay, Feld 2 habt ihr gesagt. Yep. Das ist wunderschön ausgereift. So, bei Gelegenheit sollten wir noch den Dorfelektriker anrufen. Irgendwas ist da mit der Schaltung mit dem Licht hier nicht gut. Na eben, ja. Wenn der Brennt ja Chef noch. das wieder sieht, der dreht da wieder durch, wenn da wieder so eine hohe Stromrechnung ist. Aber wahrscheinlich macht er eh wieder das Magnet dran am Zähler. So wie ich ihn kenne. Ist ja absolute Premiere, dass wir jetzt Hopfen ernten hier. Genau, schauen, ob die Drescher das bewältigen. Boah, der steht ja richtig gut. Okay, irgendwas mache ich falsch. Was denn jetzt? Nimmt das nicht? Nö. Wie soll das? Der Händler hat gesagt, die Gebisse sind dafür geeignet. Mhm. Schöne Scheiße. Entschuldigung. Versuch mal deinen Drescher, vielleicht streikt meiner. Jo. Nee, er biegt's bloß krumm. Was falsch gemacht hier? Er tilt, er erntet. Ich habe ihn irgendwie wahrscheinlich nicht richtig ausgeklappt. Aufklappen. Bist du auf die Fahrzeug drauf? Dann anschalten? Aha. Der will's nicht. Puh. So. Haben wir ja schon mal wieder ein Riesenproblem. Oh mein Gott. Hoffentlich kriegt's der Alte nicht mit.
Sind aber doch die identischen Schneidwerke, oder? Ja, das sind genau dieselben, bloß dass sie anders lackiert sind. Dass es hinten mit der Strohablage zu tun hat? Hast du die an oder aus? Die ist bei mir an. Also bei mir kommt hinten was raus. Bei mir auch manchmal. Oh, hier kommt guter Ertrag runter. Also wir haben ja schon mal das Problem gehabt, aber irgendwie habe ich heute Drescher zu kloppen. Aha, ich fahre gar nicht weit genug rein. Aha. Der biegt sich vorher schon so weit rum, aber ich muss... Das ist es. Okay. Mir fehlt die Erfahrung mit dem Hopfen. Und wenn ich da durchfahre, sehe ich ja gar nichts. Ja, ich würde auch sagen, wir haben alle mehr Erfahrung mit dem Endprodukt. Tobi, wie sieht's bei dir aus? Es sieht ja schon... Ich bin bei 63%. Boah, das ist aber auch eine grüne Wand hier. Ich sehe mal gar nichts. Ja, fahr mal Drescher. Da siehst du gar nicht, wann das Feld zu Ende ist. Na, wenn die grüne Wand aufhört. Ich sehe es. Weit bist denn du schon rum, Tobi? Fast wieder um die Ecke. Der jagt dich hier ums halbe Feld. Ah. Aber sag mir, wenn du da bist, weil ich muss mein Rohr dann wieder ausfahren, weil hier war es Wald, da wärst du an den Bäumen geblieben. Ich mach jetzt oben um die Ecke rum, ich werde jetzt gleich hinter dir sein, ja, ich bin hinter dir. Du schaffst wohl bis runter. Ja, könnte ich doch schaffen bis runter. Naja, dann mach mal bis runter. Und dann kannst du ja mitten durchfahren durch das grüne Meer. Was ist denn jetzt los, Tobi? Lenkgetriebe im Arsch, oder was? Die Bremse versagen. Leute, ich will ja nicht drängeln oder so. Aber wäre das gut, wenn wir die erste Ladung direkt schon zur Brauerei fahren? Ja, sicher, sicher. Könntest du uns ja vielleicht noch ein zweites Paar Anhänger hier hinstellen, damit wir das denn... Ich will einfach keine Zeit verlieren, ich weiß nicht. Ja, ist richtig. Ich würde jetzt Tobi mal abtanken wollen, wenn er hier unten rum ist. Dann komme ich zu dir. Und dann könnte ich ja den Traktor hier stehen lassen und renne zum Hof zurück. Und da finde ich vielleicht noch einen. Hoffe ich mal. So. Willst du gleich? Ja, oder? Ich komme. So. Ich muss mich gleich, fahr gleich ein Stück zurück und fahr durch die Mitte. Genau, und der Mike ist ja... wo ist er denn? Ich bin jetzt oben beim Wald, aber ich komme eigentlich theoretisch auch so weit, wie Tobi gekommen ist. Wenn nicht sogar einen Meter weiter. Okay, dann lasse ich den Traktor hier unten am Feld stehen, dort wo ihr begonnen habt. Und besorg mal noch einen anderen. Renn mal zum Hof zurück. Das wird wieder völlig außer Puste sein. Ich
Ja, mal. Das macht nichts, du kannst ruhig ein bisschen Sport treiben, hat die Iris mir letztens geflüstert. Ja. Die Sprüche kenne ich schon, das höre ich jeden Tag. Ja, aber irgendeiner hat mal zu mir gesagt, ein guter Kraftfahrer läuft nur so lang, wie sein LKW ist. Er läuft nur so weit, wie sein LKW lang ist, so rum. Zählt, denke ich, auch für Traktoren. Das gilt wahrscheinlich auch für Traktoren, ja. Wo steht denn der Traktor? Bin ich schon vorbeigefahren? Ganz unten. Dort, wo ihr angefangen habt, wo ihr rein seid ins Feld. Ah. Vor lauter Grünes habe ich nichts gesehen. Ja, ich denke, oh, grünen Stau kann man sich hier holen. Texturmäßig sieht es so ein bisschen aus wie Hopfen. Und scheint auch sehr ergiebig zu sein, ne? Ich habe jetzt eine Querbahn durchgemacht und bin bei 26%. Was meint ihr? Fahrt ihr dann in der Mitte durch? Da würde ich den zweiten Zug euch in die Mitte reinstellen. Fahrt ihr schon durch die Mitte durch? Naja, ich meine, da würde ich euch den zweiten Anhängerzug reinstellen. Jo. In die Mitte? In die Mitte. Boah, das ist ja eine Gasse hier. Da könnten wir so einen schönen Irrgarten mal machen. Ja. Ein Riesenfeld mit Hopfen und dann fahren wir da kreuz und quer mit den Dreschern durch. Mach ein schönes Labyrinth daraus. Labyrinth und dann laden wir unsere Mädels ein und sagen, die sollen uns suchen. Und wenn sie uns nicht rechtzeitig gefunden haben, haben wir den Kasten Bier aus. Ich denke, wir gewinnen. Das ist gut. Wenn sie verlieren, müssen sie uns noch was kochen. Genau. So, wer ist denn wie voll von euch? Also anhängertechnisch gesehen jetzt? Ich bin 48%, 49%. 27. Gut, dann komme ich erstmal zum Tobi. Machen wir erstmal den einen Zug hier voll und den bringe ich dann zur Brauerei. Ja, die Brauerei hat uns ja da noch so ein Fahrzeug gesponsert. Habt ihr das gesehen auf dem Hof? Ja, der schöne ja. W50, der blaue. Genau. Ich sollte lieber anhalten. Ich glaube, du kommst an den Zettel nicht vorbei. Ja, halt mal kurz an, vielleicht. Aber schön grün sieht's aus. Definitiv. Ja. Schön hoch. Man sieht den Drescher nicht mehr. Ja. Es gibt heute Abend bestimmt ein frisch gezapftes. Ah. Na, ich werde dann gleich, wenn ich zur Brauerei komme, meinen Pförtner fragen, ob er noch eine Kiste übrig hat. Ich denke, da lässt sich was deichseln. Bist du schon leer? Ich bin leider schon leer.
Was trinkt ihr hier am liebsten? Dieses Landbier oder das Pilsner? Pilsner. Ich auch. Boah, wo ist beides. Du hast aber die Mitte also nicht so getroffen hier beim Feld. Nee, das war nicht so ganz die Mitte. Ich hab nur ans Bier gedacht. Ja, du hast aber gedacht, wenn du weiter oben anfängst, bist du schneller fertig. Richtig. Dann kann ich das unten machen. Schon klar, ist schon klar. Aber da können wir schon froh sein, dass wir erstmal mit dem kleineren Feld hier angefangen haben. Wenn du ein großes Hopfenfeld hast, mein lieber Charlie, da kannst du aber abfahren. Müssen wir uns wieder Personal von der Hohen Tanne holen. Nee, nee, die saufen uns bloß das Bier weg. Nix da. Wie viel brauchst du denn noch für deinen Anhänger? Na, das ist halb voll beide. Oh. 15.000 Liter habe ich erst drin. Ich würde schon noch mal was mitnehmen. Ja, sonst lohnt es ja auch gar nicht, die Brauerei da anzuwerfen. Wir müssen dann eh noch Malz holen, ne? Und Wasser. Und Wasser. Aber eins nach dem anderen. Ihr wisst, unser Chef hat gesagt, erst den Hopfen ernten. Wenn wir da jetzt zwischendrin was anderes machen, dann wird er ja gleich wieder grantig. Bin froh, dass seine Laune heute so halbwegs geht. So, Tobi, ich komm nochmal bei dir ran hier. Wie sieht's denn aus? Oh, kannst was nicht abkriegen. Hast du noch was drinne? Nee, nö. So. Wie viel geht denn da in den Drescher sonst rein? Auch nicht so viel, ja. Hä? 4.500 passen da rein. So von dem, aus meiner Entfernung hier, der Drescher, der sieht aus wie Spielzeugauto. Im Gegensatz zu dem Hopfen. Wahnsinn, was ist denn da für ein Dünger drauf gekommen? Irgendwas aus dem Westen, irgendwas Spezielles, oder? Selbstproduzierter. Echt? So gutes Zeug haben wir. Hochkonzentriert. Aus Gülle, Gärreste und Mist hergestellt. Das ist ja Turbo-Dünger. Bin leer. Tja, 78. Na, ich mach die Kiste schon voll hier. So, und was habt ihr denn so geplant am Wochenende mit den Frauen? Gibt's da schon Ideen? Wir werden wahrscheinlich, wenn das Wetter mitspielt, werden wir am See wieder grillen gehen.
Ah nein, die wollte ja noch. Oh, die wollte ja noch irgendwie so Möbel kaufen für die Wohnung. Jo. Das wird aber nicht so lustig. Da wird das Grillen dann eher dürftig ausfallen wieder. Ja, und sie braucht immer so lang, bis sich da mal für irgendwas entschieden hat. Wenn ich einen Stuhl brauche, dann setze ich mich, schaue ich ihn an, setze mich drauf, wenn er bequem ist, kaufe ich den. Nein. So einfach geht es noch. Farbe. Muss es passend zum Tisch sein und so Quatsch alles. Oh, könnte ich verrückt werden. Aber was macht man nicht alles? Naja, und es ist ja auch so, so viel Auswahl gibt es ja doch gar nicht im Möbelhaus. Also meistens sagen sie ja immer, kaufe nicht wahllos, kaufe was da ist. Kannst nur hoffen, dass die nicht viel Auswahl haben, dann seid ihr schneller fertig. Dann sind wir wieder schneller fertig, ja. Tobi, wie viel hast denn du? 2600 Liter. Bleib da mal da vorne stehen, ich nehme das noch mit und dann mache ich doch schon mal los hier. Hast du auch Durst? Ja, definitiv. Bin jetzt auch bei 2000 Liter schon. Ja, dann nehme ich die auch noch mit. ...88%, da geht noch was rein und dann... Ich werde dann auch erstmal schön provokativ beim Alten am Büro vorbeifahren, dass er auch sieht, dass wir was machen. Bleibst kurz stehen, bitte? Ja. Ich dachte, du fährst hinten kurz vom Sägewerk der Rest rein. Nö, wir machen doch das, was wir machen sollen und das soll er auch sehen, dass wir was machen. Und schön langsam. Ja. Schrittgeschwindigkeit. So, bin leer. So, okay. Wenn der dann in der Brauerei einen Kasten Bier für mich haben sollte, dann fahre ich natürlich hinten übers Sägewerk zurück. Nicht, dass er mich anhält und dummerweise in den Traktor reinschaut und sieht dann hinterm Sitz die Kiste stehen. Das wäre blöd. Das ist sehr clever überlegt von dir. Ja. Ich sehe, du hast Erfahrung. Tja. Ich sag mal so, wer eine Weile unter unserem Chef gearbeitet hat, der wird da automatisch sehr erfinderisch. Das stimmt. Wo steht eigentlich, ist der Bauwagen immer noch da hinten? Ja. Versteckt? Immer noch in einem Klo. Und er hat's immer noch nie mitgekriegt. Ja, mit dem, muss auch gerade denken, dass der wurde wieder verkauft. Niemals. So, im Dorf brennen auch überall die Laternen hier. Also irgendwas scheint da im Umspannwerk nicht gut zu sein. Dann haben die wieder gesoffen wahrscheinlich gestern. Möglich. Oder die sind irgendwas am Basteln. Ah ja, kriegen wir heute Abend schon am Stammtisch mit. Jo. So, das ist aber eine schmale Einfahrt hier zur Brauerei. Die obere zumindest. Muss mal gucken, wo das Zeug hier rein muss. Nee, ich warte immer, bis du durch bist. Hier vielleicht? Da kam was Blaues aus dem Grün raus. Hopfen. Das sieht gut aus. Okay, wo Hopfen draufsteht, muss auch Hopfen rein, hat er gesagt. Rein theoretisch. Würde es gar Sinn machen.
So, während das jetzt hier abkippt, werde ich mal gucken, ob ich den Egon finde hier. Sein Moped steht da, also muss er auch irgendwo sein. Ja, nicht, im damit Zweifelsfall schon... im Braukeller. Ich wollte gerade sagen, nicht, damit das schon selber nach dem Bierkasten sucht. Na, da vorne ist er. Hallo, servus, Egon. Was, ihr wartet schon auf den Hopfen? Ja, ja, die erste Fuhre habe ich gerade geliefert. 27 Tonnen. Und... Ja, unser Chef, der hat gesagt, erst den Hopfen. Malz kriegst du dann. Das wird das nächste. Und Wasser. Hast du einstweilen vielleicht noch irgendwas für mich zum Mitnehmen? Wie sieht's denn aus? Ah, alles klar. Dann hab Dank einstweilen und komm dann nochmal vorbei mit dem zweiten Anhänger zu. Bis denne. Ciao. So, ich denke, die Jungs, die werden sich freuen, was ich da so hinterm Sitz versteckt habe. So, na, da ist noch ein schönes Dreieck hier. Ja. So, wo bleibt denn der René bloß? Muss doch bald mal hier, wieder hier sein. Ich hoffe, er hat den Kasten schon ausgetrunken. Ich hoffe, der hat überhaupt einen Kasten. Ich hab Durst. Nicht nur du. Hier im Drescher hält es ja kaum aus. Sollte man irgendwas erfinden, damit man hier die Kabine kühlen kann. Das Einzige, was ich kenne, ist ein kaltes Bier. So, wir haben ein bisschen Gas geben hier, die werden schon warten. Sägewerk auch keiner zu sehen hier. Sitzen wahrscheinlich auch irgendwo im Schatten und haben sich eine Hülse aufgemacht. Ja, da ist er doch schon wieder. So. Ja, wir werden jetzt mal die Spannung steigern. Ich werde mal noch nichts von dem Bier erzählen. Ja, das erstmal umladen in den anderen. Wir sind ja gar nichts drin hier. Da kommt hey, wahrscheinlich nix, auch nichts rein. Habt ihr nichts gemacht oder was ist denn hier los? Wo ist denn der ganze Hopfen? Das sah mehr aus, als es nachher geworden ist. Mhm. Das ist zwar hoch. Ach, das machst du schon. Oh, bist denn du? Da bist Na, du. Ich komme jetzt hier runter, stell mich hier. Hier, warte. So, ja, also bin ich jetzt schon erstaunt, weil ich dachte, da kommt doch ein bisschen mehr. Haben wir zum Anfang auch gedacht. Ja. Naja, Tobi, hau mal nicht ab hier. Ich will bloß drehen. Eine kleine Sache hinterm Sitz versteckt. Wo? Entschuldigung. Ach, endlich Ruhe. Meine so, Männers. Güte. Der Egon hat, wie versprochen, hat er mir was hinter den Sitz gestellt hier. Hätte ich erstmal für jeden so einen 05er Glasmantel Hohlgeschoss. Und sag dann einfach mal Prost. Prost, danke. Prost. Jo, da haben wir den Hopfen doch schon weg. Werden wir den noch und dann müssen wir Malz fahren als nächstes.
Oh, ich denke, da machen wir erstmal eine Pause zwischendurch, oder? Was denkt ihr? Ja, fahren wir mal die Gerätschaften zum Hof und gehen noch bei dem Bauwagen gucken, ob das Licht brennt. Ich glaube, das Richtig. habe ich angelassen. Okay. Okay. Dann. Oh, sorry. Nee, mach du. Was? Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir das, bringen wir das Zeug zum Hof. Gucken, wie gesagt, im Bauwagen. Müssen wir am besten alle drei gucken und danken fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei und schaut morgen wieder rein. Und bis dahin dann, macht's gut, tschüss. Ciao. Ciao, ciao.